Ab dem 1. Januar tritt der neue Fahrplan des Nahverkehrs Schwerin in Kraft. Es gibt eine regelmäßige Busverbindung zum Industriegebiet Görinner Tannen. Auch Stern-Buchholz wird viel intensiver mit Bussen befahren. Eine neue Haltestelle entsteht am TGZ, was schon lange geplant war. Eine wichtige Änderung betrifft auch den Busverkehr in Richtung Pinnow und Rabensteinfeld. Der Verkehrsbetrieb dort wird von einem Busunternehmen aus dem Landkreis übernommen. Alles in einem, viele Buslinien rund um Schwerin werden anders fahren als zuvor. Den Fahrgästen wird ausdrücklich empfohlen, sich rechtzeitig über die Fahrplanänderungen zu informieren.